Eigentlich muss man aktuell nur eine Fortsetzung machen von dem, was der Markt tatsächlich macht. Wer sich jetzt wundert, warum ist er denn am Chart und nicht im Studio? Es ist wegen Corona nicht mehr so angesagt, Leute zu treffen. Auch hier in Japan. Es gibt zwar direkt jetzt kein Verbot, auch keine Sperre, aber wir im Sender haben gesagt, nee, wir machen das lieber so, nicht unnötigerweise treffen. Es bringt ja auch alles nichts. Dementsprechend leider heute eben nur Bilder vom Chart, nicht von außerhalb. Ich werde trotzdem gucken, dass ich gelegentlich für mich mal von außen zeigen werde wieder. Aber wenn wir ehrlich sind, der Chart ist doch sowieso unser Liebling. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da einen Blick drauf werfen. Wir sehen beim Dow Jones aktuell, das ist der Future hier, den wir uns angucken, der Juni-Kontrakt genau genommen. Wir sehen, dass wir hier nach diesem sehr impulsiven Anstieg, den wir hier hatten, also diese klassische fünfwellige Situation, dass wir anschließend jetzt in einer klassischen Bewegungsrichtung sind. Und es sieht ja ein bisschen so aus, wie wir das hier letztlich auch im großen Bild beim DAX schon mal besprochen haben, beim Dow Jones besprochen haben. Wir sehen also, dass das, was viele jetzt sagen, ja, das ist so außergewöhnlich, an sich als Muster gar nicht so selten ist, sondern das, womit man klassischerweise rechnen muss. Der Markt hat es bis jetzt ungefähr, ich mache mal die blaue Linie weg, weil die verdeckt natürlich die Hälfte des Charts. Wir haben gerade mal soeben das Tief hier nochmal rausgenommen und wir haben gerade mal eben die 38er-Marke erreicht. Das ist für mich im Sinne der Wahrscheinlichkeiten, einige erinnern sich vielleicht, dass ich hier hin und wieder mal solche komischen blauen Kurven dahin male. So ist ungefähr, das muss nicht jetzt exakt so aussehen, hat auch nichts mit Gauss zu tun, solche Wahrscheinlichkeitskurven, dass der Rücksetzer nur oberhalb der 38er ist, ist flächentechnisch hier sehr wenig wahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Also es ist nur einfach relativ gering wahrscheinlich, dass das der Fall ist. Super, jetzt lösche ich das auch noch raus. Aber dementsprechend haben wir jetzt gerade so eigentlich alles gesehen, was wir müssen, um in den Bereich zu kommen, wo eine Tiefbildung, eine Unterstützung sozusagen immer wahrscheinlicher wird. Das muss nicht, wie gesagt, genau in so einer Marke sein wie hier. Das kann auch noch deutlich tiefer sein. Sehr gerne sogar im Umfeld von 50 und 61,8. Also vielleicht kriegen wir da noch ein klein bisschen Fortsetzung nach unten. Dann allerdings ist Positives angesagt, denn nachdem der Move hier so schön klasse nach oben gelaufen ist, das hier ist richtig schön impulsiv, was wir hier sehen. Können wir eigentlich davon ausgehen, dass sich das, je nachdem, wo das Tief ist, das wissen wir jetzt ja noch nicht, aber dass sich das nochmal fortsetzt. Denn eigentlich gibt es so eine Bewegung nur in wenigen Fällen alleine. Und in diesem Fall ist es fast auszuschließen. Es gibt natürlich immer noch mal einzelne Argumente, warum es dann ausnahmsweise da doch noch gehen kann. Aber als Trader müssen wir ja gucken, was sind denn die wahrscheinlicheren Szenarien und nicht, was ist das, was am wenigsten wahrscheinlich ist. Also Erwartungshaltung erstmal positiv. Ob es dann darüber hinaus noch mal geht und auch, ob diese Bewegung dann wirklich den Drive hier zeigt, den wir hier zubilligen oder ob es dann eher so aussieht, das werden wir sehen. Trotz alledem, wann immer wir hier unten landen, ist eigentlich die Chance relativ groß, dass sich das, was wir hier sehen, nochmal nach oben fortsetzt. Da bin ich eigentlich ganz guten Mutes. Als Idee, wie man jetzt damit umgeht, naja, eigentlich auf der kleineren Zeitebene gucken, vielleicht wenn das hier Stunde ist, vielleicht im 15-Minuten-Chart oder im 5-Minuten-Chart, ob wir irgendwann mal einen Schub bekommen und was Wackeliges runter. Im Prinzip so umgekehrt, wie wir das haben. Hier hätten wir Schub runter und wackelig hoch. Wenn wir sowas kriegen, dann haben wir die Möglichkeit, uns hier nach oben rein triggern zu lassen, um den Markt einfach in die Fortsetzung zu bringen, um dann eben dabei zu sein, wenn das entsprechend losgeht. Wer solche Situationen übrigens nicht verpassen will, der sollte natürlich den Trade des Tages angucken. Da stellen wir immerhin einen Trade des Tages vor. Und wer mitmachen möchte, Trade to go. Das Ganze auf das Handy, auf das Smartphone, in WhatsApp oder Telegram. Dort schicken wir so ähnlich wie hier, aber häufig viel enger im Zeitrahmen, viel häufiger und aber auch How to do, also wie macht man das Ganze dann eben auf Ihr persönliches Gerät, was auch immer Sie da bevorzugen. Melden Sie sich an, Sie haben hier die Möglichkeit, das kostenfrei dank unseres Sponsorpartners zu nutzen und dann eben von mir die Nachrichten quasi direkt, wo auch immer Sie sind, dann aufs Telefon zu bekommen. Gucken wir aber noch mal einmal auf den Euro, denn das Bild ist da gar nicht so anders. Wenn wir uns hier das mal angucken, wir hatten hier ein echtes Tief, das sehen wir hier auch noch mal. Das war ganz schön niedrig hier, 1,6 irgendwas, 1,636 hier um den Dreh. Oder noch ein klein bisschen tiefer. Dann haben wir hier witzigerweise eine ähnliche Situation. Hier vorne, Profis würden sagen, wahrscheinlich ein Leading, eine Korrektur. Dann haben wir einen Schub, dann haben wir eine Korrektur und dann haben wir nochmal einen Schub. Das sieht fünffällig aus. Und jetzt haben wir hier irgendwas, was möglicherweise noch so aussieht. Das sind nämlich die beiden Korrekturmuster, die normalerweise uns zur Verfügung stehen. Variante 1, so wie hier.
Das sieht ungefähr so aus. Variante 2, das war das DAO-Modell, was wir im Moment beim DAO haben. Das sieht so aus. Das hier ist eine Seitwärtskorrektur, das ist eine scharfe Korrektur. Wir sehen also hier vorläufig eine gewisse Chance, dass das hier eine scharfe Korrektur wird. Die Quintessenz, wohin das geht noch, ist letztlich ähnlich. Also wir haben hier unsere Zielmarken noch ein bisschen unterhalb. Wir könnten theoretisch ab sofort schon drehen, aber ein bisschen tiefer wäre noch erlaubt. Dann allerdings mit besten Chancen, dass sich das hier irgendwie nach oben nochmal wiederholt. In diesem Sinne sage ich für heute erstmal alles Gute. Ich hoffe, dass das Anregungen waren und machen wir den Fall vorsichtshalber noch da, wo er hingehört, denn wir wissen noch nicht, ob es wirklich hier schon startet oder noch ein bisschen tiefer. Das wissen wir noch nicht, das müssen wir abwarten. Aber die Erwartungshaltungen sind gut, dass der Markt sich nochmal ein bisschen da erholt. Insofern hoffe ich, dass es auch ohne Shimizu-san und Nana-chan heute ein bisschen erfreulich war, was ich zu berichten hatte. Wer wie gesagt mag, einfach nochmal schnell anmelden und solche Nachrichten auch zeitnah zu verschiedenen Märkten dann aufs Telefon bekommen. In diesem Sinne alles Gute und ganz liebe Grüße.